Hallo ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich bin wieder euer Anton und ich freue mich, euch heute ohne lange Umschweife zu etwas Wunderbarem einladen zu können. Und zwar möchte ich, dass wir zukünftig jeden Dienstag und Donnerstag um 19:30 Uhr uns gemeinsam virtuell treffen, um Sondo zu praktizieren und dann auch wirklich Fortschritte zu machen und verbindliche Termine zu haben, dass das nicht immer wie mit meinen Videos immer so länger aufeinander wartet. Und für diejenigen, die noch mal wissen möchten, worum geht es denn da überhaupt? Weil manche, die mit denen ich geredet habe, haben mir gesagt: Anton, ich mache doch schon bei Uschi oder bei Atze jetzt meinen Hatha-Yoga, meinen Bikram-Yoga, meinen Ashtanga-Yoga oder meinen was auch immer, Kundalini-Yoga war. Und da bin ich immer mit Leuten zusammen, das gefällt mir. Und warum sollte ich denn das jetzt bei dir machen? Du sagst immer, das ist so ein Elitenwissen. Und dafür habe ich etwas vorbereitet, und zwar diese kleine Präsentation und ein paar kleine Seiten. Sowas Ähnliches wie das, was ich mit euch machen möchte, macht doch dieser Meister Mantak Chia, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, weil der ist bekannt, der hat Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Schülern, denen er dieses Healing Tao beibringt. Und bei ihm kann man zum Beispiel so Videos, was ich jetzt hier schon mal vorbereitet habe, buchen oder kaufen. Und dann kann man, wenn man so ein Sommerretreat hier macht, kann man für 820 € sich so ein Video runterladen. Ja. Und dann gibt es hier Darkroom Retreat, was jetzt nichts mit irgendwelchen Berliner Nachtclubs zu tun hat, sondern mit Meditation und sowas allem. Auch 820 € für ein Video. Was hier das Günstigste ist noch, Complete Formula of Taoist Sexual Practices. Also die Sexualpraktiken, die werden da quasi verramscht. Und was soll denn da noch viel mehr wert sein, als jetzt irgendwelche super Hyper-Sexualtechniken? Hier ist auch noch eine schöne Seite, die ich auch sehr mag, weil die haben ungefähr auch das genau das, was ich mit euch machen möchte: Tao Healing and Meditation. Und dann gehst du dann hier hin und siehst Upcoming Dates im April für $2000. Und dann guckst du hier genauer hin und sagst: Ah, das sind 4 Tage. Also das sind $500 pro Tag ungefähr. Wer zahlt denn sowas? Hier, was steht es hier? 27. bis 30. April. Ordentlich. Ja? Und wenn man privat haben will, dann zahlt man sogar. Aber gut, das sind ja dann Peanuts. Andere Geschichte, wo wir hier auch Meditation und Yoga steht 265 € pro Person. Wenn man zu sechst ist, dann kriegt man noch ein bisschen Rabatt. Und dann ist es maximal 2 Stunden Meditation inklusive einer Wanderung dorthin, wo man das macht. Also ungefähr 1 Stunde Meditation. Was bezahlen die Leute? Und das, was ich euch beibringen möchte, das, was ich euch näher führen möchte, beruht auf dem Dragon Gate. Das ist auch taoistisches Heil, geht aber von diesem Meister Wang Liping aus. Und da zeige ich euch nachher noch 2 Schüler von dem. Und wenn man bei dem zum Beispiel eine Dreiviertelstunde Konsultation macht, $5000. Und wenn ihr jetzt gleich denkt: Oh, der Anton, der will mir hier das Geld aus der Tasche ziehen, dann kann ich euch gleich beruhigen. Möchte ich natürlich nicht. Bei den Kursen, die wir machen werden, könnt ihr gerne eine freiwillige Spende dafür dalassen. Da wird es keine tausende Euro an Kursgebühren geben. Und machen wir mal weiter in dieser schönen Präsentation, die ich hier vorbereitet habe. Und zwar, was ist das überhaupt für wen? So ein bisschen was wollte ich ja schon mal zeigen. Könnt ja auch diese Links von den Homepages, die da waren, könnt ihr euch auch gerne noch ein bisschen tiefer angucken, was da noch für Angebote gibt. Im Großen und Ganzen geht es um die Bereiche Selbstheilung. Da habe ich auch noch ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen genauer Selbsterkenntnis.
um menschliche Potenzialentfaltung. Also wie entfalte ich mein komplettes menschliches Potenzial? Und da haben wir ja vielleicht schon mal gehört, die Menschen benutzen nur 20% ihres Gehirns, 80% bleibt total ungenutzt. Und dann hast du aber so eine Yogameister, die werden dann zum Meditieren in so eine MRT-Röhren reingelegt. Und dann ist da auf einmal so ein Feuerwerk bei den Synapsen von denen. Was ist denn da los? Der macht ja gar nicht, der denkt ja gar nicht. Wie kommt es? Oder dann die Physiker, die sagen ja, 3% von allem im Universum ist Materie, 97% ist Antimaterie, also nicht materiell, geistig. Was bedeutet denn das? Kann man sich zum Beispiel an einem Quarz vorstellen. Ein Quarz ist ja für uns solide, fest. Wenn da so ein großer Quarzstein einem auf den Fuß fällt, tut es weh. Aber der ist ja nicht die ganze Zeit fest. Der ist ja nur 3% seines ganzen Seins sind fest. Das heißt, wenn der 97% ist der in anderen Dimensionen und nur 3% seiner Zeit ist der materiell, wo er uns so fest vorkommt. Und das machen wir uns ja zunutze, dass der so viel schwingt, wie dass wir damit Uhren und sowas takten können. Und wenn wir jetzt unser Potenzial entfalten, da gehen viele immer darauf, okay, die 3% materielles Dasein, was ich habe, da werde ich mich total optimieren. Und wenn ich gut bin, dann komme ich irgendwann auf 98, 99, 100% von diesen 3% materiellen Dasein, wo ich dann top, super reich, super sportlich und weiß ich was alles, was man da noch machen kann und super intelligent. Da kommen ja auch noch diese 97%. Und das ist doch viel einfacher, wenn man da, wenn die 97% eine 10%ige Verbesserung haben oder sowas, als von diesen 3% da auf die 100 zu kommen. Und genau darum geht es, dass man nicht nur diese materiellen Dimensionen, auf die diese immateriellen Dimensionen Einfluss haben, das heißt optimieren, glätten, dass wir die schön uns gestalten und dort unser Potenzial des Menschseins, dass wir dann näher an eine komplette Menschwerdung rankommen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, warum um alles in der Welt oder wie hat dieser Anton sowas gelernt? Und da habe ich ein kleines Video vorbereitet, was jetzt hoffentlich hier gleich abgespielt wird. Hier könnt ihr nämlich sehen, wie mein kleiner Bruder einen schönen Bauchklatscher macht. Und ich hatte halt nicht so das Glück wie er, dass ich hier so schön auf dem Bauch gelandet bin, sondern ich bin damals, wollte landen wie ein Vogel auf dem Ast. Und dann bam, schon von viel höher. Denn machen wir mal schnell weg, bevor das hier meine ganze Genau das nächste Kapazität Video wieder. vom Rechner beeinträchtigt. Und ja, lange Rede, ja, kein Sinn. Ich hatte dann 3 Jahre, die ich halt, wenn ich immer länger als 10 Minuten gelaufen bin, sind meine Knöchel am linken Fuß angeschwollen auf Apfelgröße und hatte halt ewig viele Schmerzen gehabt. Und alle haben gesagt, ach Anton, lass dich operieren. Und wir haben gesagt, nee, ich lasse mich nicht operieren. Ich weiß, dass ich mich auch so heilen kann. Ich mache hier mein Yoga, ich dehne ein bisschen. Und dann hatte ich ja irgendwann dieses Glück, da hatte ich in so einer Meditation zu Hause, also auf jeden Fall aus meinen Knöcheln, ist so ein Licht hochgewandert, mein Körper. Und dann auf einmal hier beim Brustraum, es explodiert. Auf einmal war ich mit allem und immer verbunden gewesen. Wow, krass. Am nächsten Tag bin ich mit meinem anderen Bruder in Leipzig, der hatte da gerade Urlaub gemacht, um Kulkwitzer See gejoggt, wie ein junges Reh. Fast. Und was sagt die westliche Wissenschaft dazu? Spontane Selbstheilung. Da habe ich mir damals auch schon gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da ist ja irgendwas, was mich geheilt hat. Und es muss ja auch eine Möglichkeit geben, sowas zu wiederholen. Das kann ja nicht sein, dass ich der Einzige bin.
Und also viel krasseres Beispiel als ich und auch viel berühmter ist ja hier einer der Gründer der Partei Die Grünen, dieser Clemens Kubi. Der ist ja damals vom Dach gefallen und war dann über ein Jahr lang querschnittsgelähmt im Krankenhaus. Und da der ja so eine berühmte Persönlichkeit damals schon war, hatte der ja auch die besten Ärzte und die haben ihm alle gesagt, nee, da können wir nichts machen. Gewöhnen Sie sich an den Rollstuhl und erzählt er auch immer, seine Frau hat ihm gesagt, ich liebe dich, ich schieb dich. Und der dann, genauso stur wie ich, hat der dann gesagt, nee, so, das kann doch nicht das Ende sein. Ich weiß, dass ich wieder laufen können werde. Und der kann inzwischen auch wieder laufen und der hatte dann auch das Glück, hat später noch einen Dalai Lama kennengelernt und durch das Wissen, was er da sich angeeignet hat, diese Seelenschreibmethode entwickelt. Und ich hatte halt nicht den Dalai Lama kennengelernt, aber wen ich kennengelernt habe, das zeige ich euch auch noch in einer späteren Folie. Was hilft halt gegen viel? Da sind Leute, sagt der, den ich euch nachher zeigen werde, auch kommen auf allen Vieren rein, gehen auf zwei Beinen raus. Charlie, der hat immer so eine spastische Zuckung und Leberzirrhose geheilt. Eine Sondo-Freundin, die hatte auch, der haben sie auch alle gesagt, du kannst keine Kinder kriegen. Und dann hat die mit 40, hat sie noch einen Sohn gekriegt und danach hat sie sogar noch Zwillinge bekommen. Also das hilft bei einer ganzen Vielzahl von Sachen. Auch der Meister Quan, den ich euch nachher zeige, der hat, als er seine Doktorarbeit geschrieben hat, hatte der Brillen wie Aschenbechergläser. Und inzwischen sieht der besser als alle von uns. Und was ich auf keinen Fall mache, ist hier irgendwelche Heilversprechen geben. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, es gibt Leute, die haben sich schon mit diesen Methoden geheilt. Das heißt, es ist damit möglich, wenn man die richtige Einstellung dafür hat. Die zweite große Säule von dem, was ich euch, von diesem, was ich euch näher bringen möchte, ist die Selbsterkenntnis, nicht Antworten, aber den Wegweiser zu den Antworten auf die Fragen, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Ich möchte jetzt aber nicht genau noch eingehen, sondern lieber noch ein bisschen die Wissenschaftlichkeit thematisieren, weil diese spontanen Selbstheilungen und sowas, die beruhen halt alle auch auf Jahrtausende alter Wissenschaft, die auch in den letzten Jahrtausenden noch feiner entwickelt wurde. Und wir kennen ja alle zum Beispiel so eine Atlanten vom Skelett. Da sieht man dann die ganzen menschlichen Knochen. Oder von den Muskeln und den Bändern haben wir schon mal gesehen, wo das alles abgebildet ist, benannt, welcher Muskel ist wo. Und von den inneren Organen gibt es. Und dann gibt es im Taoismus, da gibt es dann halt auch sowas wie Astral und ätherischer Körper. Da gibt es bei denen dann zum Beispiel den elektrischen und den elektromagnetischen Körper. Und auch für diese Körper gibt es dann Atlanten, wo man dann genau weiß, wo das lang geht. Und hier zum Beispiel hat es zu tun auch mit den Meridianen. Und was wir dann so machen werden, mehr oder weniger, ist, wir gehen unsere Meridiane und von diesem inneren Atlanten, die gehen wir ab. Das kann man sich dann vorstellen, ist am Anfang, wie wenn man über Neuschnee geht. Dann macht man erstmal die ersten Fußspuren. Dann später macht man sich so einen Weg. Dann macht man sich vielleicht eine Straße bis zu einer Autobahn, wo dann die Energie richtig durchfließen kann. Und dann müssen wir halt auch noch gucken, dass wir irgendwo unsere Chakren uns auch noch öffnen, dass die Energie überhaupt herein kann. Und all sowas werden wir lernen, was ihr auch seht hier, Theorie der fünf Elemente. Und werden wir darauf eingehen, ein bisschen Akupunktur und all diese ganzen wissenschaftlichen Hintergründe, die hier im Westen teils ein bisschen verlächelt werden, aber auch von vielen, die sich ganzheitlich halt widmen möchten, ihrer Gesundheit und auch wirklich an der Wurzel. Hatte ich euch auch schon mit hergeleitet, dass dieses Ganze auch zum Teil mit auf Traumata beruht und wie die Traumata zu energetischen Blockaden führen. Und das können wir alles auflösen. Und dieses spirituelle Wachstum, Espiritu Santo,
das kommt von dem Wortstamm respirare, heißt das, glaube ich, auf Latein, auf Spanisch, respirar, atmen. Und was wir halt machen bei dieser Geschichte ist, wir lernen wieder zu atmen wie die Babys. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, die haben oben so eine Fontanelle, die puckert immer so. Puck, 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 puck. Und das ist die Atmung des Babys. Die verlernen die nach einer Weile. Manche, also in Büchern, schon damals, als man diese Schwangerschaftsübung gemacht hat, haben gesagt, es sollte nach 1, 2 Wochen sollte das zuwachsen oder sowas. Bei meinen Kindern, war das schön, da war das noch länger als ein Jahr, war das auch offen. Aber irgendwann bildet sich dann halt da auch der Knochen. Und ja, wir lernen halt wieder durch diese Geschichte zu atmen. Und diese Atmung halt als spirituelles Wachstum für uns zu nutzen in verschiedenen Sachen, die jetzt, ich möchte schon darauf eingehen, am liebsten, aber das machen wir dann für die, die wollen. Und beigebracht hat mir das der Maestro Kwon Te Yung, den ihr hier auf mehreren Fotos seht, einmal im Kailash, einmal hier mit diesen berühmten tibetanischen Hunden. Und also das ist der einzige Meister in ganz Lateinamerika, der diese Weisheiten beibringt. Also das war erstmal 0,000% Wahrscheinlichkeit, 0,1 ist ja irgendwo, was hat da funktioniert, dass ich dem über den Weg gelaufen bin und dass der dann auch noch nicht, wie der, den ich euch gleich danach zeige, oder hier der Begründer der Dragon Gate taoistischen Lehre, $5.000 für eine Dreiviertelstunde. Ja, das Ganze noch zu, also auch schon nicht so günstig, aber er hat es noch zu erschwinglichen Kosten dieses elitäre Wissen unter die Menschen gebracht. Er selbst hat 40 Jahre in Mexiko an der Universität gearbeitet, Literat, kannte die ganzen bekannten Schriftsteller der Zeit. Der lebt ja noch. Also wirklich. Ein fantastischer Mensch. Und da hatte ich halt das Glück, weil dieses ganze fernöstliche Wissen, da muss man ja erstmal auch von jemandem beigebracht bekommen. Zum Beispiel der Meister Wang Liping ist halt Chinese. Der verbietet ihm auch die kommunistische Partei, dass er die ganzen Geheimnisse weitergibt. Und der Kwon ist halt Koreaner, wie auch sein Meister, der Herr Großmeister Che Myung-ju. Den seht ihr hier auf diesen Fotos, hier in weiß. Hier steht er direkt neben mir oder zwischen mir und Meister Kwon. Und dessen Vater war oberster Polizeidirektor von Seoul zum Beispiel. Und seine Familie ist schon seit etlichen Generationen auch super reich. Ich habe da in Korea, seine Familie hat da so einen eigenen Stadtteil mit Schule und solchen Geschichten. Also das ist schon über Generationen Elite. Und bei ihm kostet dieses Wissen erlernen, jetzt sage ich das auch mal, 5.000 Euro pro Monat. Und Kosten und sowas und Unterkunft ist da noch nicht mal inklusive. Und wie gesagt, da hatte ich halt total Glück. Warum ich euch das aber zeige, weil ich diesen Herrn auch vor 5 Jahren zum ersten Mal kennenlernen durfte. Und ja, dieses Glück hatte auch von diesen Menschen zu lernen. Weil warum braucht man einen Meister? Sagen auch viele, ich kann das doch autodidaktisch erlernen. Ich nehme mir hier so ein Buch und dann lerne ich das. Aber habe ja schon mal so angedeutet, es gibt ja diesen elektrischen Körper, diesen elektromagnetischen Körper. Und wenn wir uns als Elektromagneten sehen, dann sind wir so wie so eine kleine Batterie. Und wenn wir dann so einen Meister haben, der ist dann wie so ein kleineres Kraftwerk, ja? Der dann, sobald du dann in der Nähe bist, wirst du automatisch mit Energie aufgeladen. Und der kann bei einem halt auch die Chakren öffnen, dass die Energie reinfließen kann und der kann halt richtig führen und der weiß halt auch,
wo ist jetzt meine Blockade? Wo muss ich dran arbeiten? Mit welcher Übung kann ich diese Blockade auflösen oder mit welcher Meditation? Und dann gibt es ja auch noch diese Kraftorte, wo man allein durch die Anwesenheit an einem schönen Ort mit einer guten Energie, wie jetzt halt große Berge, deswegen auch diese geile Präsentation Vorlage hier verwendet habe, oder Wälder, wo man dann halt mit Waldbaden nennen es manche. Ja, was wir dann noch lernen, ich zeige euch, wie man Qigong mit Bäumen macht, wo ich auch gesagt habe, damals, ich bin halt da mal mitgegangen, habe das gemacht und dachte, ja, so schön, hier deine damals noch Freundin, die macht da mit und die fahren da jedes Wochenende dann Wald, machen ein bisschen körperliche Ertüchtigung. Und dann, als ich dann nach so ein paar, das war über ein Jahr, die Energie von so einem Baum auf einmal spüren wollte, was ist da los? Die hört auch. Also, das sind alles keine Prozesse, die von null auf jetzt gehen, sondern das ist sukzessive. Man kann da anfangen, sich seine einzelnen energetischen Blockaden Schritt für Schritt abzubauen. Aber man muss halt mal irgendwann anfangen. Und dazu lade ich euch gerne ein. Ah, und wer jetzt sagt, ich möchte aber hier nicht so zweimal die Woche mit Anton, so Step für Step. Jetzt gucken, dass ich mich langsam spirituell weiterentwickle. Ich möchte schon jetzt, ich bin davon überzeugt, ich möchte da schon mal ein Turbo einlegen. Denn ist noch diese Chance, da müsste man dann auch drüber sprechen, wie wir das alles realisieren können, diesen Juli nach Tibet, Nepal und Indien zu fahren. Dann auch alle fünf Leute, die ihr vorher auf dem Foto gesehen habt, wo die dann dabei sein werden. Und dann halt, wenn man halt in so einem Energiefeld ist, wo man dann halt auch so schnell wie möglich aufsteigen kann. Aber ja, da sprechen wir mal drüber und guck mal. Ich lade euch auf jeden Fall ein, die ersten Schritte zu machen zu diesem spirituellen Wachstum auf diesem Weg. Und der Link zu dem Kurs, den wir immer dienstags und donnerstags um 19:30 Uhr, wo wir uns treffen werden, ist noch in der Videobeschreibung. Und ja, also ihr habt ja nichts zu verlieren, sage ich jetzt erstmal so, außer so ein paar Blockaden, Ängsten, ein paar Kilos, ein paar Überzeugungen, um was man noch alles gerne loswerden möchte, wo einem dann richtig schön der Ballast von den Schultern und weiß ich noch wo vom Herzen abfällt und man dann erleichtert und befreit atmen, respirieren, spirituell, geistig sich weiterentwickeln kann. Ich bitte euch auch, teilt bitte dieses Video mit Menschen, wo ihr denkt, oh, da weiß ich, die ist schon immer so ein bisschen und auf der Suche, hat aber noch nicht so richtig gefunden. Vielleicht ist das ja was für diejenige Person. Wäre schön, wenn ihr denn auch diese Einladung verbreitet, dass wir eine schöne, angenehme Gruppe werden, die dann zusammen und auch individuell jeder so schön sich ein bisschen weiterentwickeln kann und ich natürlich auch. Also allein diese ganzen Sachen dann auch sogar auf Deutsch alles so zu formulieren und zu formulieren müssen. Also da freue ich mich drauf. Da werden wir alle eine wunderschöne Zeit haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis bald.